Ja. War dann gehoppelt in diesem lustigen Spiel, das sich da hochreisen, Forbidden Westen. Und wir stehen auf dem örtlichen Langhals und reisen mit denen in Richtung der nahen Brutstätte. Weil da möchte ich unbedingt hin, und Aloy nicht immer rummeckert, dass man die Dinger irgendwie hacken kann. So, wir springen und fliegen los. Wie schnell kann man fliegen? Achso, das war jetzt... Der Langhals hat wieder zugeklappt. Schön. Egal, wie gesagt, wir begeben uns Richtung der Brutstätte. Ich weiß nicht, ob die Nacht hier irgendwie schlimmer oder besser ist in dieser Welt. Aber ich hoffe, ich erfahre darum, was sagt die. Ich sag ja genau. Ja, guck mal, hier ist ein unbekanntes Sprungschädel-Areal. Was ist das hier? Ach, das ist der, Unterschlupf, wo ich schon war. Was immer wieder der Unterschlupf eigentlich bringt, aber eigentlich. So, nach der Brutstätte machen wir wahrscheinlich mal wieder Hauptquest weiter. Einfach nur in der Hoffnung, dass ich dadurch irgendwie noch Fähigkeiten kriege, die mich halt irgendwie noch ein bisschen sinnvoller weiterbringen, mich nicht so rumärgern muss mit diesem Zeug hier, weil das ist. Was ist denn das da schon wieder? Achso, das sind diese Flüge. Ganz schön viele hier, von diesen Viechern. Und das sind die Sprung-Dingsbums. Was haben die aber für Schwachstellen eigentlich? Ich hab ja vorhin einen. Schockmunition bringt nicht viel. So, warte mal, ist denn der Sprungschläger schwach gegen Wasser? So, Kanister abnehmbar. Der wird zerstört. Hauptrohstoff ist die Energiezelle. Ladungsklaue. So, lege ich mich jetzt. Oh, was ist denn das da? Plünderer-Schrotthaufen. Don't mind when I do. Ich habe gar nicht volle Lebenspunkte, fällt mir gerade so auf. Aber die dürfen mich ja eigentlich nicht sehen, welche ranrennen, oder? Das ist wohl einer der Utaro-Landgötter. Was macht der denn hier? Ach so, von den Utaro-Landgöttern wissen wir übrigens noch nichts, weil ich bei den Utaro noch nicht eingeritten bin. Aber das werde ich bestimmt noch bei Gelegenheit machen. Also immer gut, einen Vorrat zu haben. Ich mag die Roboter-Kängurus übrigens trotzdem. Auch wenn sie extrem nervige Gegner sind. Ich finde sie irgendwie witzig. Ganz schön harte Taschenlampen haben die ähnlich, ne? Die machen sogar so Känguru-Geräusche. Dieses... Also ich... Na toll, ich hab angehalten, um einen Stein einzusacken. Das also im ersten Feld gab's überall noch so lustige Heidelbeeren. Hier ist irgendwie ganz schön dünn damit. Aber die haben mich nur kurz gesehen. Das ist halt relativ geil. Ich möchte halt bloß nicht mit allzu wenig Heal in die Brutstätte reingehen, weil da drin gibt's nicht so viel. Und wer weiß, was wir noch brauchen. Wo geht's denn da auch? Fallen mit Stil. In der Tat. So, pass auf, ich komme in die Brutstätte sowieso einfach nicht rein, weil ich irgendwas brauche dafür. Oder? Ich meine, wie, sich müssten hier übel die ausgetrappelten Pfade sein, oder? Wenn die Viecher da mal rauskommen. Oh, ein Waschbär. Oh, ich komme nicht rein, weil diese komische Pflanze vor ist. Jut, wir spielen also anscheinend die Hauptquest, wie es aussieht. Oder? Ja, warte mal, die Pflanze ist nicht davor. Das ist gar nicht der Eingang. Der Eingang ist weiter oben, oder? Oder? Beziehungsweise hinter dem Felsen. Aber eventuell muss ich trotzdem diese komische rote Pflanze kaputt machen können, was ich aktuell nicht tue. Wenn das der Fall ist, müssen wir halt wirklich die Hauptquest ein weiterspielen. Ach, wie nervig. Immerhin habe ich diesen dummen Langhals geschafft. Das ist ja nicht schon mal... Ja, ich ahne Schlimmstes. Oder? Sollte es... Ach ja, das ist der Fluss von eben, oder? Wie geht's nochmal höher? Na, jetzt entferne ich mich gerade auf einer Brutstätte. Ella, würdest du bitte hier hochspringen? Aha. Ja, ich muss wahrscheinlich genau da, wo ich gerade war, durch diese komische Blume durchspringen, ne? Ja, okay, gut, denn, ist das mein Hauptquest, das markiert ist? Das Tore des Todes. Ella reißt den Kandidaten, diese Pferde in Zimmer, okay. Und das andere sind Rebellenlager, östliche Lager, Reliktruinen, Niemandsland, kann ich nicht machen, wenn mir was fehlt. Relikte aus Ruinen. Ey, Leute, man konnte halt noch ein mysteriöses Relikt gefunden. Woher kommt das? Wo gibt es noch mehr davon? Finde die Ornamente. Nein. Ich habe gerade erfolgreich ein Dings genommen. So, ich muss dahin. Unbekannte Werkbank. Ich bin eigentlich irgendwie... Unbekanntes Lagerfeuer.
Moment. Könnte ich vielleicht hier irgendwie nochmal einen Meter lang kommen? Das sieht ja nicht so aus, als würde ich irgendwie noch großartig... Wie lange man das vertreiben kann, diesen Regenschirm hier? Weil wenn man sich, richtig im richtigen Winkel den Berg runterfällt, geht das ganz schön lange. Weißt du, willst du das Lagerfeuerlied singen? Niemals. Na gut, dann sind wir jetzt wieder unten. Toll! Ja, nee, also der offizielle Eingang war halt einfach genau... Nee, warte mal. Das hier ist eine random Höhle. Blockierter Weg. Der Eingang ist doch hier eigentlich links, oder? Ich bin doch einfach nur falsch drauf gerannt. Oder? Na gut, dazu später mehr oder jetzt mehr. Mal gucken. Ich müsste mich eigentlich nur geradeaus. Noch mehr von diesen Kängurus. Oh, die können aber hochspringen. Hochstätte. Wenn ich zum Kern gelange, komme ich an genug Daten, um neue Maschinen zu überbrücken. Ja, wie zum Beispiel so ein Känguru, ob man die reiten kann? Wahrscheinlich. Voll. Aber im Rucksack ist noch Platz. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Da vorne ist ein Pirscher und vor allen Dingen viel wichtiger ein Fuchs. Ob ich den Fuchs treffen kann, ohne dass irgendwer was merkt. Okay, warte mal, ich schleiche mich hier mal eiskalt einfach weg. Ohne die Kängurus zu wecken. Weil gegen drei, wir können so ein bisschen... Das Spiel hat kein Jetpack. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich habe Tarnung gelevelt. Jetzt gucken die Kängurus auch schon. Oh. Ich überlege gerade, ob ich mal kurz meinen Tarnungsdingspunkt anwerfe. Eine Chance. Also sie sind nicht instant tot. Wisst ihr noch, wo ich vor 5 Minuten aus Versehen einen Heiltrank getrunken habe? Ist gerade mega gut. Ich lacke gerade richtig. Ich habe gerade durch Zufall irgendein Teil getroffen, was irgendwie voll gut war. Oh, das war der Rucksack. Den wollte ich zwar überhaupt nicht treffen, aber... Aua. Natürlich gebe ich nicht auf. Komm mal hin, ich weiß gar nicht, wie ich das Mal abgespeichert habe. Die Hoppelrus mögen es gar nicht, wenn man sie in die Dinge zerschießt. Ich brauche mehr Pfeile. Was? Wie konnte Aloy gerade keine Pfeile herstellen? Was war das jetzt gerade für ein Scan? Welches Vieh hat gerade diesen Scan gemacht? Reparaturkapsel? Der Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Reparaturkapseln? Jetzt habe ich ja schon wieder Steine. Ich würde gerne die Steine ausblenden. Aber das ist das, was wir auf dem Rücken haben. Eine Reparaturkapsel oder was? Heiner Himbeerenstrauß. Hühlerenergiezellen. Lohe. Achso, das ist das, was wir auch noch auf dem Rücken haben. Sprungschläge Energiezelle. Lohe. Also sie werden schon mit Lohe angeschleben. Noch ein Sprung. Ach, das war der erste, den ich gartentätet habe und der das ganze Elend hier angefangen hat. So, Beutel. Hier ist ja noch ein Teil. Irgendein verdammt lautes Bauteil hier noch. Das ist einfach nur ein Bug. Scheint ein Bug. Nee. Also das ist dieses Reparaturteil, was jetzt einfach nur doof rumliegt. Naja, gut. Das war dann wahrscheinlich der Bodenstängel. Was mache ich mit diesem Bodenstängel? Möchte. Das war dann wohl der Eingang zur... Nee, war es nicht. Davon sind noch mehr Viecher. Ugh. Ist ja schrecklich hier.
Weißt du, ich will hier eigentlich nur einreiten und dann sowas hier. Taube dich so. Nein, die droppt wieder nur Fleisch. Damit kann ich meinen Beutel auffüllen. Sterben die Viecher, wenn ich die mit schönen Schlag umhaue? Weil für die Kängurus war das gerade einfach nicht genug Schaden, ne? Was? Okay, ich sie nochmal durchsuchen. Achso, ich hab's mir erstmal nicht richtig gemacht. So, gut, da haben wir den Eingang. Pass auf, jetzt erfahren wir gleich, dass wir hier einfach nicht durch die Tür kommen. Aber sieht relativ unordentlich aus hier. Die kann ich bestimmt hacken. Na, dann legen wir mal los. Werkzeug lädt auf. Achso, das Ding. Einmal drin gibt's kein Zurück mehr. Ach so? Das ist gut zu wissen, dass einmal drin kein Zurück mehr geht. Oh, das sieht jetzt aber... Aha. Was ist denn das? Die Vorsprünge sehen stabil genug aus. Also die Brutstätten sehen irgendwie wesentlich technischer aus als im Vorgänger, oder? Weil... Wenn du mal so schaust, fand ich so rote Dinger und generell überhaupt. Der Schildbügel hält. Yay. Also meine tolle Idee war eigentlich gerade, dass es irgendwie auf, dass es hier irgendwie so Auftrieb gibt. Komm ich nicht wieder raus. Hallo? Komme ich aus diesem Loch hier nicht mehr raus, oder was? Ah doch. So viel zum Thema, es gibt kein Zurück mehr, ne? Ne, wir müssen wahrscheinlich an diese total leuchtenden Abluftkanten springen. Also irgendwie diese Brutstätten müssen ja eigentlich, die muss ja jemand vorher designt haben, oder? Die wird der Geier nicht komplett selber entworfen haben. Aber wahrscheinlich hat sie nie ein Mensch tatsächlich ge... Warum? Also diese Kabel sehen halt irgendwie ganz schön organisch aus, ne? Vor allem so viele und breite. Du betrittst gleich eine Brutstätte, kannst sie nicht verlassen, bis du sie abgeschlossen hast. Stell sicher, dass du gut vorbereitet bist. Ja, ja. Das wird schon irgendwie passen, hoffe ich. Ja, das hat sich so ein bisschen... abwärts. Das Kabel wirkt stabil genug. Alter. Vielleicht war das keine so gute Idee. Also es sieht jetzt schon irgendwie... Und es geht weiter! Komischer Flieger. Also die Brutstätten sind schon wesentlich... anders aus als im Vorgänger, also wie. Lustig. Jetzt muss ich irgendwie zu diesem Kern. You are not prepared? Ja, weiß nicht, sieht halt irgendwie. Yushin in einer Lüftung erzeugt ein Tarngebiet. Weiß nicht, sieht halt jetzt irgendwie. Also vorher waren die halt so fraktalartig gewachsen mit diesen Dingen und jetzt sehen die halt irgendwie. Sieht halt mehr Alien aus. Ich brauche einen anderen Weg. Jetzt sieht es halt irgendwie total Alien aus, das Ding, ne? Vor allem diese komischen Flieger, die hier noch. Kann man die eigentlich analysieren? Energieschild? Fortgeschrittenes Energieschild? Ja, das ist ja super, ne? Wellenlänge deutet auch hin, dass weder organisches Material noch Geschosse ihn durchdringen können. Schön, dass die Wellenlänge darauf hinaus deutet. Und doch liegen hier immer so Sandteile rum, ne? Das hinten waren, glaube ich, Schalter. So tarnt das mich, oder? Tarnt mich bestimmt eine Weile. Ja, wie praktisch. Netzwerk-Uplink. Ich werde es kurz machen. Es war in der Tat eine kurze Diskussion. Ja, die Wühler sind zum Glück auch frontal ganz gut zu bilden. Ich habe immer eine Wühler-Klanghülse, mit der können wir gut arbeiten, würde ich sagen. So, sein ist. Warum haben wir die heilende Beere hier unten wächst eigentlich? What? Zwei Hits? Okay. So, und da hinten. Sehr gut, über diesen See komme ich offensichtlich nicht rüber. Was ist denn das hier? Aber warum sind die Brutstätten denn nicht... Was ist ein kleiner Vorrat am Werkstück gestanden? Sprengpass mit Metall. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Was? Aber warum sind die Brutstätten kaputt? Das sieht ja irgendwie fast so aus, als würde irgendwie...
Als wäre selbst die Funktion der Bootschritt nicht mehr hundertprozentig funktionabel. Ich muss rüberkommen, wenn ich den Knoten an der Spalte hacke. Ja. Bin ich ja schon bei Aloy, aber. Ah ja. Hui. Das hätte ich natürlich vorher nicht tun können. Noch mehr. Komische Dinge. Also die Ausrüstungsdinger sehen halt irgendwie so aus, als wäre hier irgendjemand wohlwollend zu mir, oder? Und würde mir irgendwie Zeug geben wollen. Zumindest ein Teil davon. Ah, vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein. Boah, das Ding hält jetzt wieder viel zu lange. Man kann hier halt irgendwie Gläser kaputt. Das ist ja irgendwie ein bisschen dysfunktional. Vor allem, wo auch immer dieser ganze Sand eigentlich herkommt. Ob das ein Seitenprodukt von diesen... von diesen Sachen per Lichter schaffen ist? Doch mehr Schutzschilder. Kann ich da nicht gegen rein? Nee, kann ich nicht. Oh, die machen ganz schön viel Elektroschaden, die Dinger. Wenn ich mich jetzt irgendwie mit Elektroschaden trifft, bin ich quasi... Und so mal Dings. Das sieht jetzt irgendwie wesentlich organischer gewachsen aus, diese ganzen Dinger hier, ne? Hier kam ich. Das ist einfach nur eine Tür. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich hier eigentlich gerade einlasse, diesen Abenteuer hier. Meine, mittlerweile wissen wir ja, wo die Brutstätten herkommen. Oh, stärkere Gegner. Im ersten Teil war das ja noch ein großes Rumgerade, wo es dann halt irgendwie so komisch fraktalartig aussah. Das ist nicht tödliches Wasser, oder? Ja, das ist. Über diese Dreieckskonstruktion. Hat erwähnt ich schon das Wort Fraktale? So sieht aus, als könnte man hier gut tauchen. Komm ich wieder hoch? Warte, dann ist da das noch ein Loch. Nee, das ist kein Loch im Schild. Hier könnten wir hochspringen. Ist noch mehr Maschinen. Ja, das ist jetzt nicht so. Ich hab Herzklopfen. Ist jetzt nicht so erstaunlich, dass hier mehr Maschinen sind, oder? Ich muss irgendwie auf die andere Seite. Kann ich eine Plunging Attack machen? Also kann ich mich fallen lassen, zuzuschlagen? Ich muss leider gleich loslassen. Hier ist offenbar Endstation. Ich muss diesen Schild umgehen. Achso, die Maschinen können durch. Oh. Ich glaube, die Brutstätte ist einfacher als das, was ich draußen gesehen habe. Die gingen jetzt hier gerade irgendwie... Also die gehen halt irgendwie schneller kaputt, mit wenigen Schüssen halt. Aber hey, wir haben bald wieder volle Lebenspunkte. Dings hier. Zeug. Praktisch, dass das Schild wegmacht. Was ist das hier noch? Ich kann hier hochklettern. Also die Brutstätten haben jetzt irgendwie so ein bisschen mehr zu bieten. Weil vorher konntest du, glaube ich... Also ich kann mich halt irgendwie nicht mehr so richtig daran in die Brutstätten des Horizon 1 erinnern. Aber da gab es auch schon Kisten drin. Bronzebahn, 3 Metallknochen. Aber so wie es halt aktuell aufgebaut ist... Ich komme! Hui! Kommt dann irgendwie fast so vor, als wenn die Dinger... Die Linie doch mal... ans Ende dieses Korridors gebracht. Dort muss der Kern sein. Ja, ja. Erstaunlich groß die Brutstätte auch, ne? Wenn hier irgendwo mal die Osseram auf der anderen Seite des Berges anfangen zu graben. Warte mal, bin ich jetzt wieder da, wo ich vorhin war? Ja, wir müssen auf jeden Fall da hinten lang klettern. Ich habe leider absolut keine Orientierung in diesem Ort hier. Richtig getimed, könnten mir diese Lüfterin beim Klettern helfen. Ja, sicherlich könnten sie das, Aloy. Aber erstmal müssen wir uns hier mal umsehen. Komme ich hierher? Ja. Ich bin Angst, dass ich nicht wieder zurückkomme, wenn ich hier auf welchen dummen Wege laufe. Okay, jetzt bin wir... Sind wir nicht jetzt auf der anderen Seite von irgendwas? Noch mehr Bronzebahn und Metallknochen. Es gibt hier vor allen Dingen Loot, so wie es so aussieht. Und sie haben ein Pilzproblem. Beziehungsweise in diesem Fall heilende Bären, aber das ist halt relativ tutti egal. Brauche ich das tatsächlich, dass mir das hilft? Na doch, ich brauche das anscheinend wirklich. Schön, dass es hier lüften muss. Warte mal, kann ich da reinschießen in dieses Ding? Das sieht doch so...
Nein, es sieht nur so aus, als könnte man es kaputt schießen. Yay, noch ein kleines Vorratslager. So, ansonsten? Weiß nicht, ob ich da einfach rübergleiten soll? Jetzt, ich sag, meine beste Idee, ne, dass ich jetzt einfach hier... Ah, das leuchtet da so sehr. Ich nicht. Ja, das hat schon mal funktioniert. Sehr gut. Ich hatte kurze Zweifel an meinen Fähigkeiten hier. Was genau machen diese Dinger da unten? Das ist jetzt sieht es gerade so ein bisschen aus wie Matrix. Hier ist es irgendwie... Oh. Heilendes Glanzdings. Und hier sieht es vor allen Dingen irgendwie aus wie... dysfunktionale Maschinen. Ich meine, was genau machen diese Dinger hier? Ist eine riesengroße Welle? Die irgendwann wie ein Elektromagnet aussieht, dreht? Sieht vor allen Dingen nicht aus. Glänzende Dingsi? Fast. Sieht zumindest nicht aus, ob Menschen betreten sollten. Vielleicht komme ich mit diesem Arm hinüber. Das ist, glaube ich, der Fachbegriff, ey. Guck mal hier, Zeug. Ohne Witz, die gehen irgendwie immer so gefühlt zwei Schlag früher kaputt, als ich das erwarten würde. So, die kamen jetzt hier einfach durch so einer komischen Hülle, die ich nicht weiter besehen könnte. Na gut, wir müssen wahrscheinlich auf diesen dummen Arm raufspringen, denn ist alles gut, nehme ich an. So, wir sind jetzt auf jeden Fall auf Bären, sind wir jetzt voll. Bestimmt kann ich leicht auf diesen Arm springen. Ja. Achso, der reicht einfach wie so... Ah ja. Warum auch immer das... Soweit so gut. Jetzt muss ich im richtigen Moment abspringen. Warum auch immer das Ding ja nicht das tut, was es tut, ne? Aloy, können wir nicht einfach... Aloy? Warum kann ich denn jetzt hier nicht einfach... Hallo, ich hätte doch einfach über die Kante rüberspringen können. Alter, warum war denn das gerade so wichtig? Ich hätte doch einfach hier runterspringen können und nicht... Ohne großartige Probleme. Okay, warum immer das Ding hier eigentlich irgendwelche Teile von A nach B reicht? Egal, wollen wir das mal nicht so sehr in Frage stellen. Da unten kann ich das Glas kaputt. Ich muss vorsichtig sein. Ja, ja. Ich glücke eigentlich auch, dass hier so viel Licht ist. Man stellt sich mal vor, das wäre hier. Oh, hier ist ein Tunnel. Man stellt sich mal vor, das wäre hier stockfinster, weil die Maschinen alle kein Licht brauchen. Nur so ein komischer Wühler. Warte mal, da war gerade eine Anzeige, dass das Vieh danach... Hat die Anzeige gerade gehießen, dass das Vieh danach tot ist? So, 200 Reinholz. Oh, da sind die... Die kennen wir noch gar nicht. Die Panzerwanderer, warte mal. Ladungsbehälter abnehmbar. Ein herumkrabbelnder Panzerwanderer. Was wohl in dem Behälter auf seinem Rücken ist? Gutes Loot, Aloy. Gutes Loot. Okay, warte mal, da müssen wir jetzt erstmal gute Pfeile herstellen. Dann müssen wir hier unseren lustigen Tarnpirscher-Modus anmachen. Also, ich muss dringend ausschalten, dass diese Animation jedes Mal kommt. Das ist mega nervig. Alter. Der Schmerz lässt nach. Toll, der Schmerz lässt nach, aber das ist. Warum weißt du denn das Vieh überhaupt, dass ich da bin? Alter. Die Halteklammer sind hinten, ne? Ich habe mich natürlich vorher nicht informiert, gegen was die Viecher empfindlich sind. Alter, warum konnte ich dann der Rand nicht ausweichen? Frechheit! Worauf habe ich gerade geschossen?
Möchte diese Klaue eigentlich langsam mal abfallen? Das war zumindest die... Aua. Das war zumindest die eine Klaue. Es fehlt noch eine. Die ich auch mal lieber abschießen soll, wenn mir gerade so auffällt. Ich wünschte, ich hätte auch so ein Schutzschild. Na komm, na komm. Immer noch nicht. Alter. Wie lange ich gerade auf diesen dummen Schildgenerator schießen musste. Aber hey, wir haben ein Kristallgeflecht gefunden und... Panzerwanderer Blitzgewehr. Mit diesen Metallwagen komme ich näher an den Kern. Aber wie komme ich da ran? Ja, das ist jetzt erstmal absolut sekundär. Ey Leute, wir müssen jetzt erstmal... Wir müssen jetzt hier erstmal wieder unser Heal wieder auffüllen, nachdem wir hier gerade erfolgreich alles verbraucht haben. Für irgendeinen Nebengegner. Was ist das hier? Sollte es ein Schau... Ach stimmt, diese stillen Schläge habe ich noch. Ist das einfach nur Backtracken, die Tür hier, oder führt die mich noch irgendwo hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ach doch, ich weiß, wo ich bin. Das ist der Vorraum. Wo ich mich jetzt als gerade einmal rumgeschlichen habe. So, hier ist nochmal eine Kiste. Ich hoffe, da sind ungefähr 100 Bären drin. Na, vier. Vier Bären ist nicht schlecht. So, hier sind noch mehr Viecher. Nee, aber hier sind wieder lustige Arme. Toll. Dann bringt mir das irgendwas, auf die Arme raufzuspringen? Nö, anscheinend müsste ich mich eher an so ein Wegelchen festhalten. Ja, dann müssen wir hier irgendwie an Höhe gewinnen, würde ich sagen. So eine Brutstätte zieht sich ganz schön. Ach, kick an, hier ist ja noch ein Schalter. Wahrscheinlich macht er das Schild aus. Nö, er macht nicht. Er macht zumindest nicht das, was ich dachte, was er tut. Das da unten ist ja nicht der Kern. Der Kern müsste irgendein flacher Raum sein. Ah, guck mal, hier ist nochmal so. Nein, Eloy, würdest du bitte? Manchmal ist es ein bisschen restriktiv, was so das Abspringen von so Objekten gibt. Wenn du hier zum Beispiel auf den Ding draufstehst, kannst du halt. Ach, jetzt sind wir. Vielleicht schaffe ich es auf diesen Arm. Will ich das? Wann hier hinten sind die Dinger? Will ich auf den anderen Arm? Was ist jetzt eigentlich mein Plan? Okay, mein Plan ist, auf den anderen Arm zu springen. Also ich drücke gerade einfach nur vorwärts und hoffe denn, dass das einfach schon so passt. Jetzt von hier aus kann ich wahrscheinlich... Lüftungen. Den Sprung schaffe ich. Ja gut, dass das übrigens auch eine Lüftung ist, die nicht wieder einklappt, so wie die andere vorhin. So, dass es hier auf einmal... Warum ist denn hier... Das war knapp. Warum ist denn hier in der Brutstätte irgendwas brüchig? Ich müsste nicht von allen Orten hier eigentlich alles noch auf neuesten Standard sein? Von hier aus müsste ich auf einen dieser Metallwagen aufspringen können. Metallwagen eher Schwebern. Warum auch immer irgendjemand gedacht hat, dass das... Wie geht mich sonst her? Spring auf den Metallwagen. Ja, schön. Was ist das da unten eigentlich für... Was ist da oben? Was da passiert? Diese... Elektrodinger, die da drin geworfen werden. Warte mal, ich kann da nach hinten klettern. Jetzt bin ich schon so weit. Ich muss nur noch etwas durchhalten. Ist das anstrengend, an sich an die Dinger da festzuhalten? Ich muss bald von dem Ding runter. Ja, wahrscheinlich hier nehme ich mal an, oder? Was sind das hier für Dinge? Die sind halt irgendwie so... Hinten ist wieder so eine lustige Scheibe. Blä, klar. Aber bis jetzt sind diese Scheiben scheinbar immer irgendwie optional, ne? So, gut. Sprengpaste, Bronzebahn, Metallknochen. Also wir werden jetzt zumindest relativ reich, sag ich mal. Wenn wir jetzt irgendwie doch mal in der Nähe kommen, also wenn ich mal was finde, was ich tatsächlich kaufen möchte. Mit diesen Armen komme ich vielleicht an den Kern. Ich muss bloß drankommen. Muss ich jetzt echt nochmal über diese scheiß Arme springen? Ich nähere mich dem Kern. Ja, Elo, das habe ich verstanden, aber... Okay. Wo ist denn der doofe Kern eigentlich? Da kommen wir, ne? Ja, es ist schon so ein bisschen unheimlich hier, das ganze Ding, ne? Zumindest bewegen sich die dummen
Bauteile hiervon deterministisch. Wir müssen nicht irgendwie komplett ins Unbekannte springen. Stell dir mal vor, die Arme wären auch irgendwelche komischen Schwebegleiter. Und es wäre halt nicht so ersichtlich, an was die dranhängen oder wie. Trotzdem wäre es interessant zu sehen, wie diese ganze Konstruktion hier... Das Timing muss stimmen. Das Timing? Welches Timing? Achso, da unten. Ich höre Schreie. Geschafft. Das ist hier Kampfmusik. Das wäre natürlich total witzig, hier im Inneren von der Brutstätte auf einmal irgendwelche Leute zu treffen. Will ich darüber? Nee. Einer noch. Vor allen Dingen ist das da unten dieser komische Elektrosee. Ist bestimmt sehr gesund. Was soll ich jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt hier? Ich bin minimal verwirrt, in welche Richtung ich soll. Ich oder einfach so ein Gleiter über mir. Mit diesem Metallwagen sollte ich an den Kern kommen. Ah ja, ich soll so ein Ding anspringen. Gut. Der nächste Wagen ist dann wohl meiner. Nehme ich an. Wird so allzu viel Wicht tragen, die Teile nicht, ne? Ich fahre da vorne aber gerade auf so ein... Nee. Ich kann mich ja davor nochmal fallen lassen. Zeit, die Maschinen zu überbrücken. Ein schön riskant, ne? Die ganze Kletterdinge. Stell dir mal vor, hier wird an einer Stelle nicht so gut geklappt. Meine. Hey, lol. Man konnte ja keiner ahnen, dass das Ding hier so hält. Naja, solange wir nicht Hephaistos persönlich begegnen, sollte ja eigentlich nichts schief gehen, oder? Gutstätte Mu. Begib dich zum Kern. Bin ich ja mal übrigens auch gespannt, wer der Boss hier wird. Ne? Das ist ja davon auszugehen, dass wir hier nicht nur einfach den Kern machen, dann war es das, sondern dann kommt ja bestimmt wieder irgendein komisches Vieh auf. Was bestimmt mega nervig ist. Oh. Seltsame Art, Maschinen zu lagern. Wenigstens ist sie vorerst deaktiviert. Was ist das denn? Neuer Eintrag hinzugefügt. Das ist ein Breitschlund. Schwach gegen lustigen Saft, unempfindlich gegen alles andere. Reit mal, Nashorn. Weiß ich nicht. Ich bin mein Nashorn. Oh. Ich sitze an Maschinen zu lagern. Da ist der Kern. Jetzt brauche ich nur noch Zugriff. Was für eine Zulage? Aloy meinte gerade, das ist eine sehr Art und Weise, das ist viel zu lang. Also, die werden doch nicht so gebaut, die wurden doch vorher. Maschine könnte mich vermutlich im Ganzen verschlucken. Die wurden doch vorher mal aus Licht gebaut. Oder ist es das Bauen jetzt? Haben sie es nochmal ein bisschen verfeinert? Egal, hier liegt auf jeden Fall ein Plünderer-Schrotthaufen mit explosiver Schlamm. Warum mal hier in der Brutstätte Plünderer-Dingsbums zu finden sind? Ich lade mal kurz meine Munitionsvorräte mal. Warte mal, ich sollte vielleicht mal. Das können wir noch herstellen. Sieht zwar Feuerpfeile nicht so gut, aber ich baue mal lieber alles nochmal. Bevor wir hier gleich komplett nackig dastehen. Man weiß ja nie, weil in den Dingern hier ist nämlich auf jeden Fall alles drin. So, eine Säurefalle, die bringt zwar eigentlich auch nichts. So. Gut. Haben wir noch mehr Haufen hier? Nö, da hinten ist noch Heilung, die sollten wir definitiv mitnehmen, weil im Kampf... Ne, wir sind eh voll, na gut, dann... Hacken wir los! Erledigen bereits schon. Bekomme ich die Überbrückung wohl nicht. Also, ich weiß nicht, ob das mir irgendwie in irgendeiner Weise hilft. Okay, das Vieh weiß, dass ich da bin. Das ist schon mal schlecht. Warte mal, das ist doch empfindlich gegen dieses Löschwasser. Was auch immer das eigentlich ist. Das ist halt einfach mal ein Nilpferd, ne? Nehmen wir jetzt gerade irgendwelches Zeug hochgegangen. Was macht denn dieses komische Nilpferd hier? Also dieses komische... Ich glaube, hier irgendein diesem Nilpferd kaputt zu schießen, ist nicht so die größte Chance. Das zappt mich an. Das ist ja witzig. Ich würde ja gerne die Zähne kaputt schießen oder irgendwelche Souvenirs mitnehmen, aber...
Aber mir habe ich das Gefühl, dass Souvenirs nicht drin sind. Möchtest du das nochmal dieses Einsaugen machen? Das war irgendwie witzig. Hm. Oh, da ist saugt, es saugt, es saugt. Nee, es war große Steine nach mir. Na komm, mach dein Maul auf. Ich würde ja wirklich viel dafür geben, diese Zähne abzuschießen, ne? Die hätte ich echt gerne. Aber es ist mir wahrscheinlich eher nicht vergönnt, vor allem, wenn das Vieh direkt vor mir steht. Die Maschine hat Verstärkung. Was? Wie jetzt? Okay, gut, dann sollten wir vielleicht aufhören, hier rum zu greeden und das Vieh einfach kaputt hauen. Wie viel? Oh, ich habe einfach mal... Wenn ich hier noch gegen noch so ein Vieh kämpfen sollte, soll ich zumindest das erste Vieh vielleicht mal eben aus dem Leben nehmen. Au. Ich sollte mal so einen Heiltrank hier trinken. Jetzt stirbt doch ein Drecksvieh, also wirklich. So, gut, erstes haben wir. Darf erstmal einen Heiltrank. So, warte mal hier. Das sieht vielleicht so aus, als würde ich irgendwas zielen, tue ich aber gar nicht. Ich treffe einfach nichts. Dann gebe ich halt das Vieh irgendwo auf der Unterseite empfindliche Stellen. Merkt man nichts von. Achso, ich sollte vielleicht mal kurz das Dings hier auf. Diese Zähne, ne? Die wären's. Die hätte ich gern. Die Musik ist übrigens auch gerade sehr kämpferisch. Ich würde gerne nochmal scannen. Hey Leute, können wir bitte... Okay. Ja, es wird wohl... Ich kriege auch diese seitlichen Batterien da nicht kaputt geschossen. Jetzt so ein Schnellschussbogen, das wär's. Ja, wenn man sich wieder wenn ich mich im Vorhinein an das... Oh doch, ich habe irgendwas abgeschossen. Wenn ich mich irgendwie im Vorhinein an das Vieh hätte ranschleichen können. Jetzt. Da hat mir gerade das Auto eben geholfen. Jetzt kann ich bestimmt auf den Kern zugreifen. Natürlich kannst du das, Aloy. Bevor wir das aber machen, wird hier erstmal gelootet. Na ja, gut, das war jetzt... Damit sollte ich Maschinen in der Wildnis überbrücken können. Die Stimme klang wieder anders. Wo sind der zweite Breitstunden? Hier war doch gerade noch einer. Hä? Ist die erste Leiche schon wieder despawned oder was? Ich bin entsetzt. Naja, gut. Das war also Brutstätte Mumu. War zum Glück überhaupt nicht irgendwie teuer. Na gut, das war zu erwarten, dass es teuer wird, ne? Na gut, machen wir das. Du Ninja-Looter. Ich alleine bin, das glaube ich nicht mehr Ninja Looten. Fest ist das Brutstätten-Sicherheitsnetz verbessert. Wie? Hey, ich kann jetzt Gräber hacken. Nur Gräber? Wühler auch. Na gut. Und Graser, die ich offiziell noch gar nicht gefunden habe. Die Daten sind beschädigt. Im Moment kann ich da nicht viel machen. Oh, Breitstunde kann ich auch? Cool. Ach, jetzt komme ich da raus, wo ich am Anfang war, wo ich da drauf stand auf dieser Plattform. Schön. Mit den Daten aus dem Kern sollte ich diese Maschine überbrücken können. Welche Maschine auch immer sie meint. Aber ich kann noch nicht die Kängurus überbrücken. Das ist eigentlich viel schlimmer. Ich sollte jetzt Wühler überbrücken können. Ja, ja, das habe ich verstanden. Boah, sieht auch wunderbar aus, wieder. Soll er Wühler überbrücken? Gut, dass das Vieh davon noch nichts mitkriegt. Jetzt sind alle auf derselben Seite. Erstmal zumindest. Ja, lange hält es nicht. Da wollte ich doch nicht gerade ab. Gerade abmodern. Was passiert denn hier jetzt schon wieder? Das Vieh stürmt sich gerade. Oh.
Warum sind da beide tot? Was, es gibt Burnout-Jumpies? Ja, es gibt so Känguru-Roboter hier. Die sind total toll. What? Die sind One-Shot, wenn man die richtig trifft? Egal. Entdeckt. Ich muss hier weg. Von wem denn? Oh, ist das das Vieh, was ich gerade gehackt hatte? Aber wo sind wir denn hier? Wir sind irgendwie gerade komplett woanders, oder? So, jetzt aber. Beziehungsweise die ging die wahrscheinlich nur einfach nur komplett anders aus, weil ich hier halt vorher mitten in der Nacht eingestiegen bin. Gut. Mehr dazu beim nächsten Mal. Für später.